Zunächst einmal die offizielle Version. Also die heutige offizielle Version ist die, dass die spanische Grippe, die soll ja zwischen 20 und 100 Millionen Leute umgebracht haben damals, dass die durch ein mutiertes Influenzavirus verursacht wurde. Man schiebt das heute dem H1N1 in die Schuhe. Das ist eigentlich ein übliches oder ein bekanntes Grippevirus, was beim Menschen sehr häufig vorkommt. Und man stellt sich das so vor, dass dann im Menschen wahrscheinlich, vermutlich, wie auch immer, sich dieses Vatervirus, ja, sozusagen, verbunden hat mit einem Vogelgrippevirus als Muttervirus, ja, durch auch irgendwie Kontakt mit Wildvögeln oder Hühnervögeln, wie auch immer. Und durch das Verschmelzen der Gene eben diese tödliche Mutation passiert ist. Selbst wenn man diese Mutation für die Ursache eines angeblichen Massensterbens hält, kommt man nicht umhin, die besondere Situation des Jahres 1918 zu sehen. Wegen des Krieges waren viele Bauern an der Front, dadurch war Nahrung knapp. Die Soldaten in den nassen Schützengräben waren ausgehungert und auch die Zivilbevölkerung litt seit fast 4 Jahren an Hunger und einseitiger Ernährung. Derartig geschwächte Bevölkerungsgruppen wären auch für eine nur mäßig gefährliche Mikrobe ein leichtes Opfer. Doch es gibt noch einen weiteren Faktor bei der sogenannten spanischen Grippe, der von Impfbefürwortern nur allzu gern ignoriert wird. Im Ersten Weltkrieg gab es bei den Soldaten beider Seiten Massenimpfungen, interessanterweise noch vor Ausbruch der Grippe. 1918 wurden diese Impfungen dann auf Zivilisten ausgeweitet mit der Behauptung, dass von den heimkehrenden Soldaten eine Infektionsgefahr ausginge. Laut den Augenzeugenberichten sind nur Geimpfte an der spanischen Grippe erkrankt. So schreibt die Autorin Eleonora McBean in ihrem Buch Vaccination Condemned, verdammtes Impfen. Soweit ich herausfinden konnte, erkrankten nur Geimpfte. Diejenigen, die die Injektionen abgelehnt hatten, entgingen der Grippe. Ja gut, also es gibt Autoren, die sich sehr darüber wundern, dass die Ärzte, die damals unmittelbar mit der spanischen Grippe zu tun hatten, also besonders in den Militärlagern, die betroffen waren, dass die nach der spanischen Grippe oder nach diesen ganzen Ereignissen nicht darüber publiziert haben, zum Beispiel nicht in ihrer Biografie. Das ist völlig unverständlich, wenn man das vergleicht mit dem, wie heute mit solchen Themen umgegangen wird. Und gut, eine mögliche Erklärung wäre, dass es mit den Impfungen zusammenhängt, die damals von den gleichen Ärzten auch in Massen, vor allem an den Soldaten, durchgeführt wurden. Darauf deutet auch ein Versuch vom November 1918 in Boston hin. Um die Erkrankung besser einschätzen zu können, unternahm man einen Ansteckungsversuch mit freiwilligen Soldaten. Es handelte sich um gesunde Matrosen, die wegen Dienstvergehen im Gefängnis saßen. Ihnen war Begnadigung versprochen worden, wenn sie sich für das Experiment zur Verfügung stellten. Und denen hat man dann Sekret von Todkranken, und zwar Sekret aus der Nase und aus dem Mund, ins Gesicht gesprüht, in die Augen, in die Nase, in den Rachen. Dann hat man sie an die Betten von Todkranken gesetzt und die mussten denen dann 5 Minuten lang ins Gesicht husten. Und zwar nicht nur an einem, sondern an 10 verschiedenen, bei 10 oder an 10 verschiedenen Betten mit Todkranken hintereinander. Und einen sehr ähnlichen Versuch hat man in San Francisco dann noch gemacht. Und die Wissenschaftler waren über das Ergebnis fassungslos, denn kein einziger ist krank geworden von den Versuchspersonen. Nicht ein einziger. Ja gut, nachdem man so nicht nachweisen konnte, dass es sich überhaupt um eine Infektionskrankheit handelt, hat man dann diese Gewebeproben den Testpersonen unter die Haut gespritzt. Und dann sind die krank geworden. Man hat also eine Impfung nachgeahmt und die hat die Krankheit erzeugt, wunschgemäß. Das hat man dann als Beweis dafür genommen, dass es sich tatsächlich bei der spanischen Grippe um eine Infektionskrankheit, eine ansteckende Krankheit handelt. Aber auf natürlichem Wege hat es nicht funktioniert. Aha, das Injizieren körperfremder, entzündeter Zellen macht also krank. Logischerweise verstarben tatsächlich vor allem Männer im wehrfähigen Alter.
Fassen wir also noch einmal zusammen. 1918 gab es weltweit Massenimpfungen. Nur Geimpfte erkranken. Kaum ein Arzt berichtet über die spanische Grippe. Der Beweis für die Ansteckungsgefahr besteht aus konstruierten Experimenten. Und bei denen kam schlussendlich heraus, dass keine Ansteckungsgefahr bestand und die Versuchspersonen erst erkrankten, als ihnen das Gemisch eingespritzt wurde. Doch das ist noch nicht alles. Also normalerweise ist es ja bei einer Epidemie so, dass die von einem Ursprung in einem Zentrum ausgeht, vor allem wenn man glaubt, dass irgendwo eine Mutation des Influenza-Virus stattgefunden hat, dann müsste der Verlauf oder die Welle müsste zurückverfolgbar sein auf die Quelle. Wenn man jetzt aber die verschiedenen Einzelberichte zur spanischen Grippe sich anguckt und nebeneinander stellt, dann hat die quasi im Februar 1918 gleichzeitig auf fast allen Kontinenten der Welt begonnen. Und das ist, es macht keinen Sinn. Und ähnlich ist es auch mit der zweiten Welle im August, September des gleichen Jahres. Und ein weiterer Punkt ist der, dass in erster Linie gesunde junge Menschen erkrankten und starben und nicht die Alten und Gebrechlichen oder die Kinder, wie man das ja eigentlich kennt, dass zuerst die Schwachen betroffen sind. Ja, das betrifft sowohl die spanische Grippe als auch die beiden anderen Pandemien, die immer wieder jetzt im Zuge der Vogelgrippe genannt werden. Da haben auch Forscher festgestellt, dass da auch eine Altersverschiebung stattgefunden hat zu jüngeren Leuten. Das macht keinen Sinn. Der Beweis, dass die spanische Grippe von einem mutierten Supervirus ausgelöst wurde, steht also auf einer wackeligen Säule. Viel eher scheinen diejenigen recht zu haben, die hinter der spanischen Grippe ein globales Impfdesaster vermuten. Wenn man sich aber damals die Lebensumstände der Leute anguckt und auch schon die medizinischen Maßnahmen, die damals getroffen worden sind gegen eine vermutete Grippe, dann bekommt man auch große Zweifel, ob nicht sogar auch damals schon die medizinischen Maßnahmen gegen diese Grippe noch zu mehr Problemen geführt haben. Ja. Zum Beispiel wurde dort geimpft mit Sekret von an Grippe Gestorbenen, wurde den Leuten inokuliert, also direkt in die Blutbahn eingebracht, worauf die schwerste Entzündung bekommen haben und zum Teil auch gestorben sind eben, trotz Impfung oder an dieser Impfung unter Umständen auch. Ja. Aus der Zeit kommt ja auch der Spruch von Leibniz, ein großer General hat nicht so viele Menschenleben abgewiesen wie ein großer Arzt. Ja.